Ja, Leute, was geht? Man hört es vielleicht, meine Freunde, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen und krank, so wie jeder YouTuber momentan. Aber ich will auch gar nicht rumheulen, meine Freunde, denn ich habe mal was ganz Besonderes für euch rausgesucht. Und zwar war mein Twitch-Chat in den letzten Tagen voll davon. Übrigens wird heute Abend um 18 Uhr wieder gestreamt, also kommt unbedingt auf Twitch vorbei. Wir haben heute Abend krasse Action geplant, also seid definitiv dabei. Wer nicht dabei ist, der kann auf jeden Fall von meinem Kanal ewig wegbleiben. Wir spielen heute gemeinsam das Free-to-Play-Game Radical Heights. Und viele Leute sagen, das ist ein Fortnite-Klon und das ist total schlecht. Das ist so wie PUBG und Fortnite, du ein Kacke. Und da dachte ich mir, hey, zwei Spiele, die ich eigentlich gerne gespielt habe und irgendwie anfange zu hassen. Zumindest ist es bei PUBG so. Fortnite macht mir noch eine Menge Spaß. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Und ich habe gar keine Ahnung. Grab your popcorn and hold tight to your loved ones. Here comes the host with the most, the man of the hour. Fresh from the shower, Chuck Newberg. Thank you, Ronnie. I am feeling fresh today, that's for sure. But not nearly as fresh as the air at the top of those. Das hört sich ja wirklich an, als hätten das zwei Freunde mit einem Aldi-Headset zu Hause eingesprochen. Okay, weibliche Charaktere kann man erst später. Weibliche Charaktere kann man erst später erstellen. Wir leben in 2018, Alter. Wie kann es sein, dass ich mir keinen weiblichen Charakter machen kann? Junge. Wir haben zwei Charaktermodelle. Den und den. Dann können wir hier die Hautfarbe machen. Und hier haben wir eine Menge Frisuren. Ja, das sieht schön aus. Und jetzt können wir hier die Haare färben. Wow. Wow. Das ist unser Charakter und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Radical Heights ist ein Third-Person-Shooter und ich weiß wirklich nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, jetzt werde ich gerade schon gematcht und ich habe mir die Steuerung natürlich vorher nicht angeguckt. Jetzt sehe ich hier schon eine Menge Purchase, kaufen, meine Freunde. Es geht wieder um ein Spiel, wo eine Menge Geld ausgegeben werden kann. Das ist natürlich toll. Wie wirke ich mich? Ich bin leicht verwirrt. Hier gibt's Fahrräder. Ich kann nicht auf das Trampolin drauf. Oh mein Gott, hier gibt's Fahrräder. Okay. E-Bike. Das ist ein E-Bike, Alter. Achtung! Verluststurz beiseite! Okay, natürlich passiert hier nichts. Kann man hier auf dem Fahrrad schlagen? Nee, ne? Achtung! Double Flip over Deck. Okay. Wir versuchen das nochmal, Leute. Kann man auf die Trampoline mit dem Fahrrad drauf fahren? Wahrscheinlich geht das nicht, oder? Achtung! Yeah, Backflip Timer! Boah, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen, bitte? Habt ihr das gesehen? Es scheint loszugehen. Oh, okay. Natürlich. Then let's get this thing started. Okay. Wo muss ich hin? Wo ist mein Fallschirm? Wo sind die Sounds? Hallo? Danger, get to a safe zone. Was ist denn die Safe Zone? Hä? Oh. Man fällt einfach runter. Okay, wie nehme ich Sachen auf? Ich habe einen Walkman bekommen. Und hier haben wir eine Waffe. Also, die Grafik ist nicht so wie Fortnite. Was passiert, wenn ich jetzt hier reinlaufe? Sterbe ich davon oder? Oh, tatsächlich, ja. Okay, kann man Sachen abbauen oder? Ich habe einen Fernseher mitgenommen. Ich habe ein Trampolin, aka Jump Pad. Dann haben wir eine Smoke Grenade. Ach Gott, hallo? Ach Gott. Bummer, dude! Now take a gander at all the cash and prizes you've collected today. Also, kann mir jemand erklären, warum meine Waffe jetzt nicht mehr auswählbar gewesen ist? Ja, spielen wir das doch einfach normal! Woo! Radical Heights! Nice, Alter! Nice! Geiles Game! Okay. Diesmal landen wir hier vorne, Leute. Das sieht aus wie die Schule von PUBG. Oder die Häuser von PUBG. Also ich roll mich einfach ab, oder wie? Ist es richtig? Ich lande vom Himmel und roll mich einfach ab. Ja, wir landen hier einfach mal am Dach. Geil. Die Häuser hier sind sehr, sehr traurig designt. Ich würde da ungern drin wohnen. Kann ich einfach runterspringen, ohne Schaden zu bekommen? Scheinbar gibt es keinen Fallschaden. Okay. Hier ist ein Fahrrad. Tschüss, ich fahr weg. Auf Wiedersehen! Da ist doch bestimmt eine Waffe drin. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Draußen hat jemand getanzt. Oh, ich kann in-game Sachen kaufen. Jetzt habe ich Geld gesammelt. Okay. Da vorne bringen sich Leute um. Hier ist ein Fotoapparat. Den nehme ich mir mit, Alter. Der ist umsonst. Okay, der Typ hat mich nicht gesehen, Leute. Ich habe auch nicht damit rechnen. Passt mal auf. Yay!
ganz viel Geld. Make a money rain. Wie bin ich auf einmal hier reingekommen? Wieso? Wieso? Mann, Alter. Spielen wir das doch einfach nochmal, und zwar diesmal im Duo. Auf geht's, Leute. Mit einem random Teammate ist das Spiel bestimmt deutlich besser. Ja, also die Idee, dass man Waffen in-game kaufen kann. Mit dem Geld, was man bekommt, wenn man Gegner tötet oder es wahlweise aufsammelt. Die ist wirklich ganz neat. Hat ein bisschen was von den Automaten bei Fortnite, die nachgepatcht worden sind. Man könnte natürlich jetzt behaupten, dass vielleicht Fortnite sich hier an Radical Heights, also orientiert hat, oder Radical Heights an Fortnite, oder vielleicht ist es einfach nur ein blöder Zufall, dass beide das haben. Ist egal. Leute, ich will gleich jemanden mit dem Fahrrad umfahren. Wie geil wäre es bitte? Ja. Reden wir nicht weiter drüber. Wie geil wäre es bitte, wenn ich einfach jemanden mit dem Fahrrad umfahren könnte, Leute? Es ist doch beachtlich, wie das Fahrrad einfach rückwärts fährt, ohne dass der Typ seine Beine benutzt. Das ist echt ein E-Bike, Alter. Okay, Leute, schauen wir mal. Komme ich dann hier rückwärts hoch? Das ist gar kein Problem für unseren jungen Helden. Wieso hat der Typ einen Namen? Wieso heißt der Dark Phoenix? Was ist mit ihm? Was zum... Geh von meinem Fahrrad runter, Junge! Nö. Okay, Bro, pass auf. Ich mache den heftigsten Trick, den du jemals gesehen hast. Also, du scheinst irgendein Special-Spieler zu sein. Pass mal auf. Achtung! Dark Phoenix jetzt! Wow! Oh, ich glaube, das ist mein Mate. Ich glaube, das ist einfach mein Teammate. Dark Phoenix, kannst du mir vielleicht erklären, wo du hin willst, Bro? Ich flieg ihm einfach hinterher. Das wird schon richtig sein. Okay, Leute, wir sind gelandet. Token Arcade. Oh, das ist cool. Das ist cool. Aber hier ist keine Waffe. Doch, eine Pistole. Geil. Oh, eine Weste und ein Rucksack, Alter. Oh mein Gott. Oh Gott, da ist jemand drin. Renn mal ganz schnell zu meinem Bro. Ich habe nur eine Pistole. Aber ich habe eine Weste an, immerhin. Dark Phoenix sieht aus wie jemand, der eine Menge Ahnung hat von dem Game, Alter. Der wird schon eine Menge gespielt haben, der Typ. Oh Gott, das geht auf mich. Ist da einer drin, Phoenix? Ja! Einen weg eliminiert! Digitale Zerstörung! Okay, wo ist dein Mate? Sein Mate müsste auch kommen. Oh, da ist dein Mate gewesen. Bro, ich glaube, ich spiele gerade mit einem Profispieler. Ich weiß es nicht. Also, er weiß auf jeden Fall, wie das Game works. Ja! Yeah! Sehr gut, Phoenix, Alter. Wir beide rasieren das hier, Digga. Wir machen das Ding, Alter. Wir holen das, Mann. Ziemlich blutig, by the way, das Game. Was ist das hier vorne für eine Waffe? Was haben wir hier? Eine Playstation. Okay, Bro, hier ist jemand bei mir in der Nähe, ne? Ja! Yeah, Mann. Bro, wir rasieren hier alles, Alter. Ah, es gibt auch verschiedene Waffenfarben, sehe ich hier gerade. Was haben wir hier? Eine Granate? Oh, okay. Well, die fliegt nicht so gut. Und was ist hier? Geld, Digga! Oh ja, komm, gib mir der Cash, gib mir der Cash. Aha, all that is mine, all that is mine. Hier ist ein Fahrrad, Digga. Hast du Bock, Fahrrad zu fahren mit mir, Alter? Was machst du da? Wen rufst du da an? Bruder, steig auf! Oh Gott, was ist das? Ein Geschenk. Ich mach das auf, ich mach das auf. Okay, Bro, komm, aufs Fahrrad. Aufs Fahrrad, oder? Du sagst es, Bruder. Okay, wir beide werden diese krank geile Zeit haben, Digga. Achtung, hast du den Trick schon mal gesehen? Hier vorne ist ein Geschenk, Bro, das holen wir uns. Viele Leute sagen, ey, Revi, das ist krank, offensichtlich, geh da nicht hin. Ja, Mann, fucking TV. Okay, Phoenix, steig auf, komm. Bruder, du bist ja nicht extra nach runter gesprungen. Hier gehen wir rein looten, Alter. Wir holen uns den geilsten Loot überhaupt. Okay, kann ich hier was machen? Was habe ich hier? Oh! Oh! Ah, jetzt raff ich. Da ist überall Geld drin, ja moin. Aber Dark Phoenix hat schon wieder jemanden gerochen, Alter. Er hört sie. Er hört sie mit seinen Fledermausohren. Bro, Angriff, Digga. Zugriff, Bruder. Zugriff. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß so. Oh Gott. Phoenix, Bruder, oben auf dem Dach ist einer. Hast du mitbekommen? Also ich meine, da ist halt ein Spieler gewesen. Deshalb, Inflatable Deko. Well, Gummipuppen. Warum nicht? Okay, ich pushe ihn jetzt alleine, Leute. Das wird eine krank gute Idee sein, oder? Oh mein Gott, Baby! Let's go! Die Legende ist wieder back am Start, meine Freunde. Oh yes, Mr. Phoenix. Ich hab ihm gegeben, Bruder. Gegeben habe ich ihn. Okay, 21 Spieler leben noch, Leute. Das wird ein Win. Das wird sowas von ein Win, Alter. Oh Gott, wir werden gesniped von hinten. Wir werden sowas von gesniped. Kann ich irgendwie Medic haben oder sowas? Oh, Ehrenmann, Digga. Er hat mich verstanden, Alter. Als wären wir ein Team. Bruder, danke schön. Muss los. Ich sammle da vorne das Cash. Bitte nimm mir das nicht weg. Bitte nimm es mir 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 nicht weg. Okay, wie viel Cash brauche ich noch? Okay. Ja, er hat mir die Waffe weggenommen. Respekt. Oh Gott. Alter. Yeah. Offshore-Accounts.
Withdraw. Ah, man kann Geld einzahlen und wieder. Okay, das ist cool. Das heißt, man hat so quasi so ein großes Konto für spätere Games. Das ist cool, das macht Sinn. Ich habe auf einmal eine goldene Uzi. Ich weiß nicht wieso, aber ich freue mich darüber. Mein Handy klingelt. Ja! Das hast du davon, wenn du auf meinen Brudi schießt, Alter! Okay, die Waffe war ganz gut. Dann nehmen wir dann doch das hier. Oh Gott. Schnell weg. Auf Wiedersehen, muss los, Bruder. Ich sehe dich doch von da hinten, Digga. Okay, Digga, muss los. Wie viel Leben habe ich noch? Alles gut. Auf geht's, Digga. Dark Phoenix riecht den Feind und er will ihn töten, Alter. Ja, Mann! Oh mein Gott, da unten ist noch jemand. Ich bin knocked! Nein! Phoenix! Phoenix! Ah, Bruder! Nein! Here's what you've won. Wir hätten es holen können. Ja, meine Freunde, das war's von meiner ersten Runde von Radical Heights. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich glaube, so als Casual Game, was man nutzt, um das in den Background zu legen, wenn man der kommt flach macht, ist das ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob ich es durchgehend spielen wollen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, wenn man sich mit den Spielmechaniken ein bisschen auseinandersetzt, kann das ganz gut werden. Das war's auch schon zu meinem tollen Fazit. Ich bin super geiler Fazit-Mensch. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.